Hey, ich wurde umgestoßen. Mich hat da jemand angerempelt. Ich hab's genau gesehen. Alter, der Himmel sieht mega geil aus. Warum? Ups, nehme ich alle an. So geht's sofort weiter, keine Angst. Machen wir das aber. Und jetzt auf dem Friedhof. Laut genug, um die Toten aufzuwecken. Geralt liebt ja Friedhöfe. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Verdammt, da kämpft schon wieder jemand. Der Krach kommt aus den Katakomben. Von hier kommt also der Krach. Keiner hier ist da. Nichts. Komisch. Nach einem Gruftweib-Lager sieht das auch nicht aus. Gott, da schreit aber jemand. Grabräuber! Au. Oh. Das Schwert ist aber mega cool. Jetzt werden wir gucken, welches haben wir eigentlich. Hä? Im Kampf mit Energie auf. Die Energie bei einem starken Angriff wird in besonderem Mechanik freigesetzt. Sehr cool. Ich glaube, das Schwert gebe ich so schnell nicht wieder her. Sein, aber um ihren Krach geht es hier wohl nicht. Der ist eine Katze. Okay, hier ist nichts weiter. Hier rein. Gott, ist das alles verwirrend hier. Louis de Corentin, gestorben am Sankt Soatan-Tag. Die Geräusche haben genau dann angefangen. Ziemlich neu. Die Beerdigung kann nicht lange her sein. Gold. Also keine Grabräuber. Gold hätten sie nicht zurückgelassen. Hier ruht Margot de Corentin. Okay, das hier wurde auf jeden Fall zur Seite geschoben. Zerschlagen. Hat wohl jemand gegen die Wand geworfen. Keine Monster. Keine Grabräuber. Nur etwas Unordnung. Vielleicht ist das doch nicht der Ort. Seltsam. Der Krach kommt eindeutig aus diesem Grab. Unmöglich.
Hä? Also wieder zurück oder was? Hm, da stimmt was nicht. Ich sollte mich verstecken und abwarten. Okay, warte. Du willst den ganzen Tag nur rumliegen und mit diesen Karten rumspielen. Wie ein Zwerg. Ekelhaft. Pfui. Oh ja, viel besser als an Majorans Tempeltür zu stehen und von früh bis spät zu beten. Das ist der Dank. Ich habe für dich gebetet, dass du das Joch der Spielsucht loswirst. Na, hat ja prima geklappt. Offenbar sind die Götter dein Genörgel auch leid. Hey, was machst du denn hier? Das ist ein Privatgespräch. Privatgespräche? Würdet ihr bitte etwas leiser sein? Die Nachbarn beschweren sich. Nachbarn? Ihr seid doch alle tot. Ich kenne deinen Namen nicht, aber du musst mir helfen. Ich weigere mich, die Ewigkeit an der Seite dieses Heiden zu verbringen. Entferne ihn sofort aus meiner Krypta. Immer langsam. Wo liegt das Problem? Das ist meine Krypta. Und diese fromme Schreckschraube hört auch im Tode nicht auf zu zetern. Eine Ewigkeit voller Genörgel. Welch Elend. Ich war eine verblendete Idiotin, ihn zu ehelichen. Er ist ein Sklave des Kartenspiels, der sein eigenes Kind bei einer Runde Gwint verwetten würde. Das war nur einmal, verflucht! Es war ein Scherz! Wie oft soll ich das noch sagen? Und wer hat unser Vermögen in eine blöde Majoran-Statue versenkt? Ein Ehestreit unter Geistern, auch nicht schlecht. Der unsterbliche Prophet hätte dieses Land von Blasphemie und Spielsucht erlöst. Wie hätte ich wissen sollen, dass es ein Betrug war? Ja, hätte dich nur jemand gewarnt. Rund 500 Mal. Ruhe! Mund halten! Alle beide! Wessen rechtmäßiges Eigentum ist denn die Krypta? Das fragst du? Sie gehört meiner Familie, den De Corentins. Hast du denn gar keine Bildung? Du Kratte. Mag sein, aber es war meine Mitgift, mit der sie von deinen Gläubigern zurückgekauft wurde. Hör zu, wenn hier jemals Frieden einkehren soll, muss einer von euch gehen. Einen muss ich rauswerfen. Ja, nimm ihn. Tu es und ich... Ich sage dir, wo ich seine besten Gwint-Karten versteckt habe. Was? Wusste ich es doch, dass du das warst. Und jetzt wirfst du mich aus meiner Krypta und bezahlst noch mit meinen Karten dafür? Verdammt nochmal! Hätte ich diese Karten beim Turnier in Belhaven gehabt? Dann wäre ich noch am Leben. Es ist deine Schuld, du räudige Ratte, dass sie mich erstochen haben. Sie haben dich wegen deiner Schulden erstochen. Damit hatte ich nichts zu tun. Komm schon, du wirst doch nicht auf diese Betschwester hören. Ich weiß genau, wo sie die Karten versteckt hat. Ich sag es dir selbst, sobald du sie rausgeworfen hast. Würde eh nicht machen. Ich muss darüber nachdenken. Also gut, einer von beiden muss weichen. Also sprach der Prophet Majoran, du sollst nicht um Geld spielen. Wonach er unverzüglich hinzufügte, denn für mich... Du bist also auf die Fromme ganz reingefallen. Mist! Also hör zu. Ich habe ein Anliegen. Sei so nett und bring mich zu der Kammer des Gewinnfreundeskreises von Beauclair. Die ist gleich um die Ecke. Bist du da Mitglied? Das ist der Punkt. Nein, war ich nicht. Ich wäre es aber so gerne gewesen.
und da alle tot sind, stört es doch niemanden. Behauptet er. Mich jedenfalls nicht. Abgemacht. Wo finde ich den Freundeskreis? In die Katakomben und dann geradeaus. Die Kammer wird rechts sein. Am Anfang des Korridors. Ich danke dir. Bis jemand auf den Gedanken kommt, das wieder umzustellen. Ja, so schön, jetzt Stinkefinger zeigen. Einfach, wenn man es kann. Tiefer in die Katakomben. Also los. Das muss die Kammer sein, die Louis erwähnt hat. Lieber vor Trunkenheit sterben, als vor Langeweile. Die Herren suchen wohl auch nach diesem Gwint-Club. Was zum verdammten Kuckuck? Wer bist du? Wer schickt dich? So viele Fragen, so wenige Antworten. Oh, ein Philosoph! Schnappt euch den miesen Klugscheißer, Jungs! Eine Krone für jeden dieser Mobs. Ja. Das jetzt, du Stück. Ja, das Schwert ist cool. Gut, höchste Zeit, dass Margot bezahlt. Pass auf, und das macht sie jetzt auch nicht. Ah, falsch gelaufen. Erledigt. Wo sind diese Karten? Geh beim Fassbender-Tor aus der Stadt raus, dann rechts. Du erkennst unser Haus unschwer am Baum auf dem Schild über der Tür. Die Truhe habe ich im Garten unter dem Rosenstrauch vergraben. Baum auf dem Schild, Rosenstrauch. Verstanden. Darf ich fragen, was du mit Louis gemacht hast? Er taugt zu nichts als Gwint, aber ich wäre trotzdem froh, wenn er die Ewigkeit nicht im Graben oder auf dem Klo verbringen muss. Keine Sorge. Ich habe ein hübsches Plätzchen für ihn gefunden. Da fühlt er sich wie zu Hause. Wiedersehen. Ja. Komm mal. Komm mal von hier aus auch hoch. Ja, komm ich. Sehr gut. Dann haben wir hier raus. Das ja, das verwinkelt. Das ist also der Hexer, den die gnädige Herrin aus dem Norden hat. Hier in Beauclair ist das Leben nicht schwer. Beweg dich. Ja, plötzlich sieht mittlerweile wieder echt schön aus. Ach, verflucht seist du. Ich? Nee. Niemals. Ich doch nicht verflucht. Sie hat mich angesehen. Sie hat genau mich. Weitergehen. Die Aufstellung des Denkmals des Reginald Dobry bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Lauf, meine kleine Plötze, lauf. Alter, der Perak-Pera? Tot? Einer der Mächten ist gefallen. Also, diese Stadt ist echt riesig. Der Recke der Herzogin.
Nicht so schnell, Plätze. Ein Baum auf dem Schild. Das muss das Haus sein. Ich muss herumgehen. Da stimmt was nicht. Ja, kannst du nicht einfach auf das Haus draufklettern? Ja, wie kommen wir da rein? Okay. Hier schon wieder. Genau wie sie gesagt hat. Und die Gwint-Karten, wie versprochen. Sehr schön. So, wo ist die Plätze? Ach, Plätze steht irgendwo hier unten. Sehr schön. Jetzt können wir uns die andere Belohnung abholen. Allerdings bedeutet das auch wieder einmal komplett durch die Stadt zu reiten. Nicht stehen bleiben. Wir bleiben ja auch nicht stehen. War das mit, er will nicht aufdringlich sein? Warum sagt die Hände still, lupft mir aber vors Pferd? So. Drei jetzt immer noch? Nee. Ja, er hat keiner mehr. Und da. Hallo, ich bin fertig. Auf dem Friedhof ist es jetzt wieder schön leise. Ah, wieder im eigenen Bett schlafen. Im Schlauberger wird es auch immer lauter. Die Gäste gebärden sich wie die Besessenen. Vor allem dieser Irre, der ständig nur Odrin, Odrin brüllt. Oh nein, nicht Odrin. Waren es wirklich Bestien? Nein, es war nur ein Ehekrach. Was? Sonst nichts? Aber sie haben gebrüllt wie aufgespießte Iltisse. Tut mir leid, dich mit so einer Bagatelle zu belästigen. Hier, nimm dies als Entschädigung. Danke. Odrin! Odrin! Wer Wein gepresst aus Kackerest, ich fühle mich nicht so. Ich frage mich, wo der ist, der Odrin rufen soll. Nicht mal drüber nachdenken. So
Suchst du jemanden? Harte Zeiten. Boah, wie die alle am Reihen sind, ey. Ja, wir haben hier auf jeden Fall noch einiges zu tun. Wobei, ich glaube, wir machen jetzt wirklich mal kurz wieder die Hauptquest. Sofern wir hier plötzlich einmal wieder rauskriegen. Jetzt. Ich habe aber so das Gefühl, wir kommen von einem Friedhof zum nächsten. Bist du noch da? Ja, natürlich! Natürlich, Nox. Wo soll ich denn sonst sein? Ah, wir haben uns verritten. Schneller. Also bei mir ist es sowieso immer so, dass ich relativ lange Studien mache. Ich glaube, es kommt nur sehr, sehr selten vor, dass ich mal so 3-4 Stunden nur streame. Kinder mittlerweile auch, ja. Stimmt. Nee, ich bin, wie gesagt, meist recht lange wach. Immer so zwischen, ja, 6 und 10 Stunden, würde ich sagen, streame ich immer so in der Regel. Komm jetzt. Ich bin halt eher so ein Nachtmensch. Wo bist du da? Wir sprechen einmal kurz und... Vegas? Ah, da bist du. Können wir nach Teshamutna aufbrechen? Jo. Können wir. Keine Zeit zu verlieren. Teshamutna, bring mich dorthin. Moment noch. Eine letzte Sache. Oh ja, jetzt kommt's. Willst du unsere Seele haben? Was war das? Blut. Der letzte Gefallen, den der Rabe mir getan hat. Außerdem habe ich Sangurium eingenommen, das meinen Geruchssinn schärft. Nachts oder beruflich. Jetzt ja, tatsächlich. Blutstropfen, als wäre es eine Galone. Wobei, na gut. Bist du von Sinn? Mein Job müsste ich tatsächlich tagsüber ausüben, deine aber... Deine Anteilnahme rührt mich, Geralt. Aber bitte da, also ich bin selbstständig. Ich hatte keine kann mir halt mal Zeit, Gott sei Dank. Selbst einteilen. Immer noch den Waffenorgan. Natürlich. Wir haben noch nichts Besseres gefunden seitdem. Ich könnte zwar wahrscheinlich schmieden oder verbessern, aber. Und du riechst plötzlich so lecker. Und du machst mir langsam Angst. Nur langsam? Warte mal, ich will einmal ganz kurz. Einmal mein Getränk hier rausholen. Oh, ein Wässerchen habe ich auch noch hier drin stehen. Das ist gut. Wozu braucht man einen Kühlschrank, wenn man einen kleinen Nebenkeller hat? Wir sind da. Die Opferkammer der Folter und Pein ist unterirdisch. Und du weißt, was du tust. Ich hoffe es nur. Gehen wir bitte. Je länger wir sollen, Final Fantasy 14. Weiß nicht, ob dir die Final Fantasy Reihe was sagt. Ich will dich wirklich nicht verletzen. FF14 ist eins von 2 MMOs aus der Reihe. Und
Ja. Geh voran. Das gibt's dann so in einer Stunde, würde ich sagen. Je nachdem, wie weit wir hier gekommen sind. Platze. Wir müssen nahe ihrer Fressstelle sein. Stimmt. Ich sagte ja, es wird gefährlich. Ja, aber nur namentlich. Hinter dieser Wand liegt... Ah, aber du kennst es. Nee, ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Ich habe schon vieles gesehen. Also, Apple 14. Aber sowas noch nicht. Nur halt sehr zeitaufwendig. So ein erfahrener Mann. Eigentlich wie jedes MMO. Doch kann ich ihm noch etwas Neues zeigen. Jetzt auf damit. Hab dann so zwei, drei Leute, die mir da immer ein bisschen zur Hand gehen. Und mir auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Was zum Teufel? Uralter Schutz vor unerwünschten Gästen. Der Entriegelungsmechanismus reagiert nur auf das Blut höherer Vampire. Eine gesicherte Vampirfestung voller trickreicher Fallen. Toussaint war euch anscheinend mal wichtig. Das wird es auch immer bleiben. Bei der Konjunktion hat sich das Tor aus unserer Welt in diesem Land geöffnet. Dies war der erste Ort. Menschen, Haltung und Pflege? Kein Witz. Der Autor hat Menschen und ihr Verhalten studiert. Über die Jahre hat er sie gezüchtet. Moralisch fragwürdig, sicher. Sauber, ja. Relikt, das Töten von Gegner regeneriert die Vitalität. Die tragen wir trotzdem. Die sieht geil aus. Gut, das hier möchte ich eigentlich ungern anlegen. Weil ich das Schwert besser finde. Huch, warte mal. Wir können dann einmal Quen. Meine MMORPG-Erfahrung hatte ich vor Jahren in World of Warcraft. World of Warcraft ist auch geil. Ich habe tatsächlich erst letztes Jahr mit WoW angefangen. Lag halt daran, dass ich von jemandem halt so einen Probemonat da quasi geschenkt gekriegt habe. Und da hieß es halt so, ja, probier doch mal. Vielleicht ist es ja doch was für dich. Und ich habe immer so, nee, WoW, überhaupt nicht meins. Gar nicht in der Materie drin, früher schon nicht gespielt. Es war ein großer Fehler, dass ich diesen Probemonat mitgebracht habe. War ein sehr, sehr großer Fehler. Naja, jetzt bin ich ein MMO-Suchti, könnte man so sagen. Das hat Adonis Pandaria gespielt. Ah, okay, sehr cool. Ja, Pandaria habe ich auch schon ein bisschen gespielt, aber noch nicht so viel. Zuletzt habe ich das Neueste gespielt, was jetzt ja letztes Jahr rauskam. Das hatte ich mir sogar vorbestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ist das denn? Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie es hieß. Das hier ist ein übler Ort. Der Tod liegt in der Luft. Shadowlands, oder? Nee. Weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das Neueste. Damit bin ich dann komplett eingestiegen. Ihr euch ja eine nette kleine Bibliothek eingerichtet. In der Tat. Auch wenn ich nicht mitgemacht habe. Was? So. Ich weiß, wir haben jetzt hier noch so eine Maske gekriegt, ne? Das sieht aber total Panne aus.
Hast du mal Overwatch probiert? Nee. Aber so vom Ersteindruck ist es auch eher weniger meins, muss ich sagen. Zellen. Für wen? Ach, dieses Kapitel unserer Geschichte ist wahrlich kein gutes mehr. Ich will die Dämonen der Vergangenheit lieber nicht beschwören. Hier kriegen wir aber die ganze Rüstung, ne? Gut, das ist sogar mal besser. Das, was wir tragen. Hübsch hier. Aber wozu all die Käfige? Du hast nur einen Vampir erwähnt. Tja, also, meine Vorfahren waren nicht gerade humanitäre Überflieger. Sie befanden es als geeignete Strafe für Kahagma, Blut riechen, aber nicht erlangen zu können. Also hielten sie hier Menschen, die sie langsam zur Ader ließen. Kahagma wütete und tobte, während sie verbluteten. Sie haben sie wie Objekte behandelt. Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen oder die Sache leugnen, aber ich kann beides nicht. Ich kann mich nur für meinesgleichen schämen. Nimm es nicht so schwer. Du hättest nichts daran ändern können. Machen wir uns an die Arbeit. Wirklich unangenehm. Na schön. Ich habe den Köder vorbereitet. Sei so gut und leg ihn aus. Am besten an den Tunneleingängen. Da breitet sich der Geruch schnell aus. Leg die Köder beim Tunneleingang aus, dann wittern die Monster sich schneller. Wenn ich daran denke, wie die Tunnel hier entstanden sind, ekelhaft. Aber nur natürlich. Ein Ort, an dem es so nach Tod stinkt, zieht Nekrophagen. Okay, da wäre halt irgendwo nichts hinlegen. Ja. Yeah. Ah, okay. Drei erledigt, eins übrig. Meinst du, es funktioniert? Das hoffe ich doch. So, warte, bevor wir das letzte machen. So heftig, der muss bis Novigrad reichen. Ja, ich muss leider noch mal ganz kurz. Ich habe heute echt so ein bisschen Magen. Ich hole mir einmal noch mal ganz kurz beide Bartropfen. Dann bin ich sofort wieder da. Dauert 5 Minuten ungefähr. Dann.